Guten Morgen aus dem Hostelbett. Heute geht's für mich nach Koh Lanta. Es ist 5.45 Uhr und ich bin auf dem Weg zum Sonnenaufgang gucken. Und ich möchte so einen Viewpoint hochgehen. Und ich habe das Gefühl, die ganze Stadt ist gerade erst ins Bett gegangen. Erstmal geht's jetzt zum Viewpoint hoch. Oh, ich bin so froh, es ist ein bisschen kühler. Keine Sonne, die knallt. Das war eine gute Entscheidung. Janne hatte noch gesagt, er will geweckt werden. Aber er hat es nicht gepackt gerade eben. Muss ich ihn jetzt sagen? Ich brauche jetzt mal Google. Das meine ich übrigens mit dem Müll. Oh, schon wieder eine Katze. Oh, die sind aber auch knuffig hier. Da gibt ja auch genug zu essen auf dem Boden. Müll. Schlechte Straße. Müll. Müll. Das ist wahrscheinlich sauschlechte Qualität so rum. Aber ich könnte dieses Spiel spielen, schon wach oder noch wach. Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten werden noch wach. Ach, schön. Wäsche über Nacht vergessen. Geil. So, hier soll es irgendwo links hochgehen. Aber Google Maps sagt, ich hätte schon abbiegen müssen. Schauen wir mal. Ah, da ist schon wieder ein Schild. Nee. Ach doch, Nature Hill. Da will ich hoch. Na dann. Oh, Müll. Aha. Jetzt muss ich 50 Baht zahlen. Hi. Okay, 50 Baht habe ich bezahlt. Und ich glaube, dafür werde ich jetzt eskortiert von diesem Hund. Oh, so, oh, Katzen jagen. Mies, das wäre ja ein Paradies für Bruni hier. Und da unten sind die nach mir. Sie hat mir eben das Licht angemacht. Also vor mir war noch keiner hier. Also mal schnell hoch. Oh, da kommt schon wieder ein Hund. Warte, das ist der gleiche. Huch! Das ist noch ein. Ah, das ist der gleiche von eben. Ach, guck mal, die sehen sich aber sehr ähnlich. Na komm hoch. Aber streitet euch jetzt nicht. Mit euch beiden gehen. Ich glaube, da sind wir. Ein Kätzchen. Oh, komm hoch. Komm, wir gucken zusammen Sonnenaufgang. Ja, komm hoch. Hi. Oh ja, ich weiß, es ist voll schön. Ich freue mich auch, dass du da bist. Da bin ich gar nicht alleine. Mal, wir stellen hier die Kamera so auf. Und machen wir das dann am besten, Kätzchen? Irgendwie so. Und dann machen wir das so. Wo ist denn hier das Handy dran, Kätzchen? Vielleicht so, Kätzchen. Ja, das ist es. Und hier darf ich meinen Karabiner nicht verlieren, Kätzchen. Die rennen jetzt nicht meine Kamera um. Komm her. One is this actually, yeah. Okay. Trouble. Das ist das wahre Hundeleben hier. Sieht man den Hund überhaupt?
Was soll das denn jetzt, ihr Lieben? Jetzt seid ihr voll im Weg. Sag mal, jetzt sitzt ihr ja doch schon wieder in meiner Kamera, mein Freund. Meine Freundin, Entschuldigung. Diggi, du bist voll in meiner Kamera. Kannst du mal aus dem Bild gehen? Hey. Hey. Geh mal aus dem Bild. Du bist voll im Bild. Hey, komm. Oh Mann, du bist voll in meinem Bild. Jetzt nicht wieder vor die Kamera, meine Liebe. Diggi. Mal, bist du jetzt schon wieder in meiner Kamera, meine Liebe? Das ist ja Next Level. Und nicht dein Ernst. Hat sich jetzt der Hund einfach so in meine Kamera gelegt. Es ist schon sehr, sehr niedlich. Und da ist der andere Kumpel. Nicht alleine immer noch. Die Hundis sind beide noch da. Der andere chillt hinter mir. Und die sind schon sehr, sehr niedlich. Nur ich und der süße Hund. Oh, ist das süß. Ah, da könnte ich mir jetzt sogar eine Cola holen. Glaube ich. Mache ich das? Mäßiger Fail. Das ist es. Da unten laufen meine Freunde wieder. Meine Freundinnen. Schon wieder vergessen. Bei Weibchen. Stalken wieder Leute. Das ist ein Leben hier als Hund. Ob es bei euch wohl gerade genauso geil ist? I doubt it. Okay, Freunde, ich glaube, das war soweit alles, was man am Sonnenaufgang sehen konnte. Es war schon sehr schön und ich hatte hier eigentlich die ganze Zeit bis eben noch von den zwei Hunden Begleitung. Das war ganz schön. Ich war die erste hier oben und die kamen dann alle, ja, eigentlich tatsächlich die meisten schon zu spät. Also da war die Sonne schon längst aufgegangen, aber gut, ist ja egal, ist ja jetzt auch sehr schön. Ja, also nochmal kurz zur Insel. Wir sind jetzt quasi auf diesem Viewpoint. Das kann ich jetzt auch nochmal in Google reinpacken. Und da hinten sieht man die ganzen Bötchen, die liegen da am Wasser. Das ist der Hafen. Also da ist quasi der Hafen alles. Von der Seite. Hier vorne ist der Strand, wo wir gestern waren und da sieht man auch gerade das Ebbe und da ist echt wenig Wasser. Also man kann quasi wirklich nicht baden, man müsste halt wirklich schon sehr weit raus. Also es ist sehr flach und es ist auch dieser Strand, der so dreckig war. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Ebbe so krass ist. Naja, keine Ahnung. So, dann das Hostel, wo wir sind, ist etwa da so. Also es ist mitten da drin. Und wie man sieht, ist es wirklich nicht groß hier.
und alles sehr beengt da unten. Und deswegen kann man das auch verstehen, dass das Hostel wirklich einen ganz kleinen Platz, also es ist sehr platzsparend halt, eingerichtet. Und ja, also es ist mir trotzdem ein bisschen zu eng und ich habe überlegt, ob ich jetzt doch noch die 2 Nächte bleibe, aber ich habe gestern Abend lag ich im Bett und dann fing da die eine an zu kotzen und ich glaube, die andere hat dann auch gekotzt und dann lag ich die ganze Zeit so sich quälend in diesem, auf quasi diesem Boden da und also sie lag nicht auf diesem Boden, aber auf dieser Sitzfläche da gegenüber von meinem Bett und ich dachte mir die ganze Zeit, schlimmer wird es hier nicht und dann habe ich in diesem Moment meine Fähre nach Koh Lanta gebucht und ein Hotel für 2 Nächte auf Koh Lanta, weil jetzt häufig schon gesagt wurde, dass es sehr entspannt ist da. Genau, ich mach mal so rum weiter, auch wenn die Sonne sehr, sehr krass scheint, aber ist ja sehr schön hier im Hintergrund. Und also ich habe mir jetzt ein Hotel gebucht, das ist jetzt auch gar nicht, also es war jetzt nicht super teuer, aber ist jetzt auch nichts Günstiges. Und ich hatte mir vor der Reise ja vorgenommen, wenn ich keine gute Zeit mehr habe im Hostel, dann kann ich auch einfach in ein Hotel gehen. Und genau das mache ich jetzt. Ich will nämlich eine gute Zeit haben und ich finde die Insel, also ich habe jetzt die Stadt gesehen, ich habe den Strand gesehen, ich habe den Hafen gesehen und ich habe diesen Viewpoint gesehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das war's auch. Also natürlich könnte man jetzt noch viel so mit Paddeln und Boot fahren und so machen, aber ehrlich gesagt ist es mir nicht wert dafür, noch länger hier zu schlafen, weil mich das doch sehr doll stresst, weil man wirklich gar keine Privatsphäre hat hier und ich kann auch meine Videos nicht schneiden, das stresst mich auch und irgendwie würde ich einfach gerne wieder 2 Tage lang oder eigentlich einen ganzen Tag habe ich ja dann nur, einfach nur am Pool liegen, was essen und das war's. Und jetzt kommen hier noch mehr Leute. Ja, also meine Fähre fährt um 11.30 Uhr ab, ich muss aber schon um 11 Uhr am Pier sein und jetzt ist es gleich 8, aber ich brauche auch hier wirklich nicht lange runter, also vielleicht eine halbe Stunde zum Hostel. Meine Sachen sind quasi schon gepackt, aber dann schnappe ich mir meine Sachen, lasse Janel die ganzen Sachen da, also meine Keycard und mein Handtuch. Das Hostel ist halt jetzt immer noch für mich für 2 Nächte weiter gebucht, aber so ist das halt, also kann ich jetzt nicht ändern. Egal. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach unten und hier sind tatsächlich ein paar Affen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da auf dem Baum ist zum Beispiel einer. Und hier klettern auch ein paar. Also da zum Beispiel ist auch einer auf diesem Baum mit den Früchten dran. Der bedient sich da irgendwie an dieser Frucht. Und da oben drüber klettert auch einer. Wow! Na, nicht, dass sie mir jetzt meine Tasche klauen wollen. Glaube ich nicht, aber die sehen ja ganz friedlich aus. Das sind diese typischen Blumen, die es auch auf Hawaii gibt. Und die machen sie auch nach, also quasi aus Plastik. Die sehen 1:1 so aus und dann kann man sich die als Haarschmuck so in die Haare tun. Hier habe ich gerade schon eine Frühschicht eingeschoben und ein Video geschnitten und jetzt kann ich das exportieren auf dem Weg nach unten. Also alle Zeit wird genutzt. Du hast hier ja auch einen richtig geilen Ausblick, oder? Das ist das Katzenleben. Eingesperrt im 7-Eleven. Oh, die hat gerade eine Fliege gefangen. Nee, hat sie nicht. Die hat die Fliege gefangen. Jetzt hat sie die gegessen. Das ist einfach eine Rich Cat. Du bist ja viel zu cool. Ich habe mich jetzt mit Janne getroffen. Er ist nur schnell noch auf Toilette.
Und dann gibt es jetzt irgendwas zu essen, aber die Power ist aus und jetzt ist es 10 und er meinte gerade, bis 4 ist heute kein Strom auf der Insel. Ja, das wird ja lustig, was ja auch übrigens bedeutet, dass die ganzen Kühlungsgeräte nicht kühlen. Also ich bin sehr froh, dass ich heute abfahre. Ich habe mir eine Granola-Bowl mit Joghurt bestellt. Mal gucken, was für ein Joghurt das ist. Sieht so nach normalem aus. Jana hat sich French Toast mit Nutella bestellt und das geht, weil die mit Gas nämlich den Herd anhaben, haben wir gesehen. Dann hätte ich die nämlich auch genommen. Ich dachte, sie wärmen die jetzt nur auf und dann hatte ich extra noch gefragt, ob die mit Ei sind. Ja, sind sie und dann hatte ich Schiss und dann habe ich sie nicht genommen. Aber egal, sieht sehr lecker aus, Jana. Oh, mit Nutella. Ja. Echtes Nutella. Ich bin jetzt hier am Hafen. Es ist schon wieder sehr voll und Jana bringt mich zum Boot. Und ja, es ist einfach sehr schön hier, das Wasser auch. Obwohl es so voll ist, ist es hier alles voller Fische, die da im Wasser dümpeln. Das sind alles Fischis. Wow, jetzt muss ich noch einchecken. So, auf geht's auf den Schaufelkahn. Second one. Oh, Bikes, nice. Oh mein Gott, guckt euch einmal an, wie schmal dieses Boot ist. Back inside. Also ich gehe mal davon aus, back hier hin. Back is there. Kostet einfach schon wieder 10 Bahn pro Person Eintritt für Environment. Da bin ich mal gespannt, ob das sauberer ist. Es ist mal wieder laut und heiß. Aber jetzt geht's zum Taxi. Ah. Taxi. Jetzt ist es wieder Follow Him und er geht los da vorne mit dem Hut. Wahrscheinlich jetzt in ein Auto, wir sind ganz schön viele. Schauen wir mal. Unser Tuk-Tuk war genauso eins wie das da vor uns fährt, nur unseres war nicht ganz so voll. Die da mussten die Koffer sogar halten und es waren welche auf dem Dach drauf. Ja, und dann musste unser Taxifahrer noch schnell tanken. Das ist auch witzig, dass die das dann nicht einfach vorher machen. Und dann hat er getankt und das Witzigste daran ist, dass er halt irgendwie nur so 2 Liter oder so getankt hat und wir dann einfach weitergefahren sind mit super wenig Tank. Das ist übrigens mein Auto, was ich da durchschlängeln muss. Ich bin schneller als die. Ich hole jetzt noch schnell Bargeld, weil ich nicht mehr genug habe und das alles bar zahlen muss hier die 2 Nächte. Aber der 7-Eleven ist direkt hier um die Ecke, also ist das sehr schnell. Wahnsinn. Das ist das Auto gewesen. Jetzt sind sie alle Börsifin. Aber ich sehe sie alle nie wieder. Er ist ein ATM. Yes, Roomtour. Ich habe jetzt schon eingecheckt. Das ging zum Glück auch ein bisschen früher, sonst hätte ich da unten noch warten müssen. Und das ist der Raum. Also wir haben so ein kleines Waschbecken außen, dann einen Schrank. Ja, brauche ich ja sowieso nicht. Dann haben wir da einen kleinen Kühlschrank. Safe. Ein Wasserkocher. So eine kleine Ablagefläche. Dann ist dort so eine Ablage mit so einer Bank. Fernseher, Klimaanlage, schönes großes Bett, sieht sehr sauber aus, mit so einem schönen Handtüchern, so witzig gefaltet. Und dann geht man hier rein ins Bad und hat man da das Duschchen, abgetrennt vom Klo. Das war's. Achso, nee, das war's noch nicht. Geht man hier weiter, kommt man zum besten Part. Und zwar bin ich im 4. Stock. Und habe einen Balkon.
Und der ist sogar groß. Wow. Da geht es übrigens weiter. Das ist alles auch noch Teil des Hotels. Und es gibt auch so Zimmer direkt am Pool. Und da unten hier sieht man vielleicht, wenn man da so rein duschen kann, da gibt es Frühstück. Also das ist diesmal mit Frühstück. Oh, es ist jetzt schon 3:45 gleich und ich wollte mir das hier alles nochmal angucken. Sonne ist sowieso nicht mehr so heiß. Ich habe Badesachen drunter, falls ich baden will. Eincremen, habe mein Gesicht eingecremt und die Schultern, den Rest brauche ich nicht. Los geht's. Hat man das Baby gehört? Hier ist auch wieder alles barfuß. Aber ich kann mir ja wenigstens im Zimmer dann die Schuhe anziehen, nachdem ich geduscht habe. Da geht's raus. Wow. Okay, immer runter. Also das ist mein Hotel und da ist unten die Rezeption. Ich wollte da jetzt nicht so filmen, da waren so viele Leute. Und da geht's dann hoch und mein Zimmer ist quasi das da. Also es ist, in Deutschland wäre das der dritte Stock, aber hier ist es der vierte. Und dreht man sich hier um, ist hier diese Frühstücks-Area mit so schönen Holztischen. Und ich gehe da jetzt mal hinten auch nochmal schauen. Da ist ein Pool. Kleinerer. Schön Lichter. Ich will jetzt hier nicht so filmen, weil da so viele Kinder im Wasser sind. Aber ist ja ganz nett hier. Ganz viele Deutsche. Hier sind so Tiere. Ja, auf dem Boden wurde irgendwann mal die Straße erneuert und dann ist da ein Hund lang gelaufen. Also es sind definitiv Hundepfoten. Zu groß für eine Katze. Fail. Das war ich diesmal nicht. Ich weiß nicht, ob es aus dem Video rüberkommt, aber ich habe hier überall so rote Punkte. Und also die jucken nicht oder so. Aber da erinnere ich mich direkt daran. Eine der Rezensionen von dem Hostel, wo wir waren slash sind, jetzt da auf Pipi, hatte nämlich vor 2 Monaten hatte jemand geschrieben, dass er Bettwanzen hatte, also Bedbugs in seiner Koje da und deswegen auch irgendwie früher abgereist ist und so. Ach ja, wer weiß. Janne kann ja mal erzählen. Aber ich glaube, die würden eigentlich jucken. Naja, schauen, was Janne berichtet. Da sind wir. Schöner großer Strand. Nicht so voll. Trotzdem kein Schatten. Aber egal. Ich habe beim Schneiden gemerkt, dass ich viel zu oft egal sage. Das ist richtig peinlich. Aber egal. Oh, wow. Das ist schon sehr schön. Sehr weitläufig. Und da sind es, ah, es ist toll. Gefällt mir, erinnert mich ein bisschen an Hörnum tatsächlich. Weil der Strand da auch so diese Biegung da hat. Und auch die Bäume erinnert mich auch an Hörnum. Und das Wasser ist auch so von der Wellenlage, sag ich mal, sehr doll wie in Hörnum. Auch mit den Böhnchen. Ja, aber dann müsste da ja jetzt der Hafen kommen und der ist da nicht. Also wir sind schon noch in Thailand. Dazu eben nochmal, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber im Hostel gab es heute keinen Strom. Und also auf der ganzen Insel, auf Pipi gab es heute keinen Strom und zwar schon den ganzen Morgen nicht. Und dann hatten wir das irgendwie mitbekommen, weil das auch irgendwie auf den Läden dran stand, weil die halt deswegen zum Beispiel keine Shakes machen konnten oder so, weil die ganzen, naja, strombetriebenen Maschinen halt nicht gingen. Und da meinten die, dass das bis 4 Uhr heute Nachmittag noch so ist. Also sie haben bis 4 Uhr auf jeden Fall keinen Strom. Und das bedeutet halt auch, dass dieser dunkle Waschraum im Hostel, der ja wirklich kein einziges Fenster hat, einfach stockduster war. Und das ist schon auch sehr witzig. Also ich meine, es geht ja an der ganzen Insel so. Das heißt, egal in welchem Hotel du bist, du hast dann halt keinen Strom, kein Licht. Also das ist schon mies. Vor allem, wenn du kein Fenster hast. Weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber es ist schon ordentlich windig. Also auch der Sand weht und die Leute, die da so liegen, die, man sieht, dass die so Sand abbekommen. Auch die Stand-Up-Paddler da, die paddeln richtig, der passiert überhaupt nichts, wenn der paddelt. Wie geil. Ja.
ich esse jetzt noch was. Das sah ganz lecker aus und ich habe noch keinen Mittag gegessen, aber so früh irgendwie was mit Janne gefrühstückt. Und das ist jetzt quasi das frühe Abendessen. Also ist auch günstig hier. 30 Baht für eine Cola. Aber ich weiß noch nicht, was ich esse. Es hat sehr gute Bewertungen, das Restaurant, sonst wäre ich nicht hingegangen. Gemüse mit Tofu, aber das ist ja gar nicht gekocht. Naja, und Reis. Ich habe da jetzt was gegessen und ich habe das vielleicht eben schon gezeigt. Aber das Essen war tatsächlich nicht so lecker. Das war irgendwie fast gar nicht gekocht und ich bin auch ganz froh, dass ich dass ich kein Fleisch genommen habe, sondern nur mit Tofu. Aber das Tofu war halt einfach nur da reingeworfen. Das war nicht gekocht oder gebraten oder so. Und also ich habe das schon mal gegessen, das Essen mit Tofu und so. Und das war einmal richtig lecker. Deswegen dachte ich, das ist so ein Essen, mit dem man nichts falsch machen kann. Aber anscheinend schon. So, Freunde der Sonne, ich habe meine Wäsche abgegeben. Also den größten Teil davon, den dunklen Teil. Und ich habe jetzt die ganzen hellen Sachen erstmal behalten. Dann habe ich auch noch was zum Anziehen. Und morgen mache ich dann die andere Hälfte. Es gibt auch ein Laufband, wenn man jetzt laufen wollte. Vielleicht laufe ich ja noch. Hoffentlich geht das überhaupt. Und dann gibt es hier noch ein Rad und eine, ja, ist das schon eine ganze Hantelbank? Ne, da fehlt auch die Hälfte. Naja, wenn man wollte, könnte man. Und leider ist ja Janne jetzt nicht hier, aber ich könnte ihn mies im Tischtennis abzocken. Naja, Glück gehabt für ihn.